Mein Name ist Dirk Lindackers. Ich bin alter Leichlinger, lebe aber inzwischen seit fast einem Vierteljahrhundert in Sachsen, in Dresden. Und ich bin heute hier im Sinneswald, um über meine Arbeit einen kleinen Vortrag zu halten. Es geht dabei um Wasserstoff, besonders um diese etwas exotische Form des flüssigen Wasserstoffs, den wir tatsächlich als einen Schlüssel sehen, um die Energiewende zu beschleunigen. Was verbindet mich mit dem Sinneswald? Es ist die Freundschaft meiner Mutter mit Wolfgang und Wietsche, die sich über die Bürgerinitiative gebildet hat, vor, ich glaube, 15 Jahren, als es um den Stadtpark in Leichlingen ging und die sich bis heute erhalten hat. Und so bin ich auch als Sohn in diese Freundschaft hineingerutscht. Ja, herzlich willkommen. Wir haben uns sehr gefreut, dass dieses Thema wohl auf so große Resonanz stößt und so viel Interesse hervorbringt. Begrüßen möchte ich als erstes natürlich Professor Dr. Dirk Lindackers. Lange so schon mal genug. Als erstes möchte ich sagen, wie wir dich kennengelernt haben. Als wir das Hochwasser hier hatten, ist er aus Dresden gekommen und hat hier in seiner Heimatstadt geholfen. Dann möchte ich natürlich begrüßen Herbert Reul. Schön, dass du da bist. Dann den stellvertretenden Bürgermeister Maurice Winter. Herr Esser von der FDP und die Grünen sind auch vertreten, Wolfgang Müller-Breuer. Vielen Dank. Es gibt noch viele andere Prominenz, die ich natürlich nicht persönlich begrüßen darf, aber es ist wunderbar, wir freuen uns sehr. Ja, Mut ist das Thema in diesem Jahr im Sinneswald. Und mit Mut für neue Energien, glaube ich, haben wir als erste Veranstaltung bei uns augenscheinlich ins Schwarze getroffen. Wir freuen uns sehr auf Dirk Lindackers. Ja, liebe Vietsche, erstmal vielen Dank für die Einführung. Und bevor ich was über mein Thema erzähle, möchte ich auch erstmal danklos werden, nämlich an euch beiden, dass ihr das hier realisiert, dass ihr das möglich macht, auch die vielen Helfer, die hier drumherum mit organisiert haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich ist das jetzt der Moment, wo ich allmählich mal nervös werden sollte, weil als ich dachte, also ich habe mich ja für heute ein bisschen vorbereitet und hatte eher so einen Rahmen so zwischen Klassen- und Familientreffen so gedacht. Auch das, mein Dank an Sie, dass Sie sich bei einem halbwegs schönen Sonntag doch die Zeit nehmen, sich dieses Thema hier mal zu Gemüte zu führen. Und ich hoffe, dass ich Ihnen so in der nächsten, sagen wir 40, 45 Minuten ein bisschen was zum Thema Wasserstoff, Schwerpunkt Flüssigwasserstoff erzählen kann, wo Sie sagen, okay, da habe ich mal was von gehört und dann vielleicht auch einen Eindruck haben, wenn Sie Diskussionen zu dem Thema hören, wo man gewisse Sachen einsortiert. Ja, vielleicht mal ganz kurz, bevor ich dann wirklich loslege. Ich stehe hier zwar alleine, aber das bin ich natürlich nicht. Also ich rede hier über ein Thema, das was mit meinem beruflichen Umfeld zu tun hat und das findet seit fast einem Vierteljahrhundert in Dresden statt. Ich bin zwar alter Leichlinger, aber schon seit langer Zeit in Sachsen. Und das Thema Flüssigwasserstoff, das bearbeiten wir dort hier mit insgesamt 5 Einrichtungen, forschende Einrichtungen, wobei hier die Firma SIDRE, das ist so ein süffiges Akronym für Scientific Instruments Dresden, also SIDRE die Abkürzung dazu. Und wir sind also zu fünft und arbeiten da in einem Konsortium an diesem Thema. Und dieses Konsortium hat sich auch diesen schönen Titel heilig gegeben, hat nichts mit meinem katholischen Taufbekenntnis zu tun, sondern ist einfach das Akronym für Flüssigwasserstoff auf Englisch. So, das ist erstmal so das, in welchem Rahmen Sie das vielleicht einsortieren sollen. Vielleicht, ich habe es gerade gesagt, also ich hatte mich eher so auf Klassentreffen eingerichtet. Ich weiß nicht, wie viel Sie da hinten noch sehen und hören. Ich bemühe mich so laut wie möglich zu sprechen. Ich weiß aber, dass die Entfernung recht groß ist. Ich werde die Folien auch zur Verfügung stellen. Sie können sich dann gerne runterladen. Sie haben ja unvorsichtigerweise Ihre E-Mail-Adressen teilweise angegeben. Ich habe auch noch ein paar Visitenkarten mit. Also wenn Sie Interesse an dem Ding haben, schicke ich Ihnen gerne die Möglichkeit, sich die Folien runterzuladen, wenn Sie da noch mal reinschauen wollen. Ja, und dann lege ich doch vielleicht mal mit dem Thema los. Also wie gesagt, so 40, 45 Minuten etwa. Wie heißt es so schön? Man kann über alles reden, nur nicht über 20 Folien. Es sind 21, aber da gehört die Einleitung mit dazu. Also, ich muss ein bisschen ausholen, weil das Thema Wasserstoff, wenn man dort etwas hört, dann hat das ganz viele Aspekte und das geht dann schon teilweise im Hallenbad los. Also da sind auch Wasserstoffexperten, weil da ist ja ganz viel Wasserstoff im Schwimmbecken und so. Und so ist auch der ganze Bereich der Experten sehr, sehr breit. Wir sind tatsächlich völlig armselig. Wir haben also wirklich einen Schwerpunkt und der heißt Flüssigwasserstoff. Und um das Thema Flüssigwasserstoff zu verstehen,
versuche ich mal den Bogen so weit zu spannen, dass man das auch richtig in den Kontext stellen kann. Und deshalb eben der erste Teil und tatsächlich auch der größere Teil des Vortrags wird sich darum drehen, was der Wasserstoff überhaupt für eine Bedeutung hat, wenn wir an die Energiewende denken. Dann stelle ich ganz kurz, und das ist wirklich, ich verspreche es, eine einzige technische Folie, stelle ich mal unser Konzept vor, mit dem wir antreten. Und leite so ein bisschen ab, wie es dann gehen könnte. Also was man jetzt erwarten kann, was vielleicht in den nächsten Jahren, hoffentlich in den nächsten wenigen Jahren, sich dort in der Richtung tut. Dieses Heiligkonzept ist komplex, aber nicht kompliziert. Und will ich Ihnen aber hier nicht zumuten. Ich habe noch ein paar Zusatzfolien, also dass wir später noch im Vortrag in den Dialog eintreten. Wer Lust und Zeit hat, dem kann ich auch gerne mal kurz zeigen, wie das funktioniert. Ja, und dann muss ich mich noch, ich habe mich bedankt, jetzt muss ich mich noch entschuldigen. Also ich habe ganz tief unten in die Rhetorikkiste gegriffen und habe mir hier so einen Bierdeckel rausgesucht. Warum so ein Bierdeckel? Ja, es gibt ja dieses schöne Bonbon, dass man die Steuererklärung auf den Bierdeckel schreiben können soll. Ich weiß nicht, wie Ihre Steuererklärung aussieht, meine passt nicht drauf, aber was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist eigentlich, dass man sagt, Dinge, die vielleicht komplex sind, kann man trotzdem so kurz zusammenfassen, dass man sagt, kann ich mit nach Hause nehmen. Und das versuche ich. Und immer, wenn ich der Meinung bin, dass mir das gelungen ist, habe ich so einen Bierdeckel. Also quasi diese Bullet Points, die man so kennt. Gut, worum geht's? Also wir stehen vor einer riesigen Herausforderung. Wir stehen vor der Herausforderung, unser Energiesystem umzubauen. Das ist nicht wenig. Das ist tatsächlich, also dagegen ist die Einführung der Kernkraft ein Tag am Strand. Also es ist wirklich eine unglaubliche Herausforderung. Das mal als Zahlen, brauchen Sie nicht merken, das sind riesige Zahlen. Also hier diese Energiemengen, die wir hier in Deutschland umsetzen. Ich habe ein Bezugsjahr genommen aus gutem Grund, also erstmal einfach aus Bequemlichkeit, als ich die Folien vorbereitet habe, war das Vorgängerjahr. Ich habe das schon 2020 mal niedergeschrieben. Jetzt habe ich aber festgestellt, das ist das beste Jahr, was man sich vorstellen kann. Das war vor Corona und vor dem russischen Angriffskrieg. Das ist quasi die Normalität gewesen. Und von der kommen wir ja im Prinzip. Wir haben jetzt, das muss man auch mal so ein bisschen auseinanderhalten, wir haben Herausforderungen, die sind für heute und für morgen. Und wir haben Herausforderungen, die sind für die nächste Dekade. Das muss man manchmal ein bisschen entzerren. Und für die nächste Dekade ist der Ausgangspunkt, dass wir einen riesigen Energiebedarf haben. Also hier diese Zahlen, Terawattstunden oder Petajoule. Also Peta ist eine Zahl mit einer 1 mit 15 Nullen. Gigantische Zahlen, kann man sich nicht drunter vorstellen. Das ist das, was wir in Deutschland verbrauchen. Und zwar über alles, was wir so haben, also diese sogenannten Sektoren, über Verkehr, Gewerbe, Haushalt, der Industrie, alles, was unsere Volkswirtschaft letztendlich abbildet. Und das geht querbeet. Wir brauchen Wärme, einfach um ein Ei zu kochen, aber auch um Stahl zu schmelzen, Glas herzustellen. Wir brauchen Strom für alle möglichen Anwendungen, kennen wir alle aus dem täglichen Leben. Und wir haben einen Lebensstandard. Wir wollen uns bewegen. Wir wollen nicht mehr wie Goethe ein halbes Jahr nach Italien, sondern nee, wir haben am langen Wochenende. Das heißt, wir haben bestimmte Lebensweisen, die einen unglaublich hohen Energiebedarf beinhalten. Und das ist eigentlich der Status quo. Da kommen wir her. Und wo kriegen wir es her? Wir kriegen es, und ich habe es ja, auch das ist schön, weil das ist, wie gesagt, das Vergleichsjahr 2019. Und man sagt ja, wir sind abhängig vom russischen Erdgas. Katastrophe, wie konnte man nur die Nord Stream bauen? Schauen Sie sich mal den Rest an. Also die Folie ist 4 Jahre alt fast. Ich habe einfach nur mal nachgefärbt, nachdem der Krieg losging. Schauen Sie mal, wie unabhängig wir von Ressourcen von außen sind. Gar nicht. Also wir haben eigentlich, und auch gerade wenn man hier Russland mal nimmt, also es ist erst Erdgas, muss man ja sagen, auch eine grandiose Leistung, das innerhalb eines Jahres auf Null zu drehen, das muss man sich mal vorstellen, 50 Jahre Leitung gebaut und heute kommt nichts mehr durch. Und trotzdem geht das Licht nicht aus. Das ist ja eine gigantische Leistung gewesen, muss man einfach mal sagen. Aber auch die anderen Energieträger, also da sind wir hier beim Öl, Gas hatten wir gerade, auch bei der Kohle, da ist es gerade mal eben unsere jämmerliche Braunkohle, alles andere importieren wir. Wir sind ein Energieimportland. Und wenn Sie mal zusammenfassen, wenn Sie hier diese ganzen Sachen mal addieren, auch vielleicht mal so nebenbei, naja, 6% 2019 durch den Streckbetrieb sind das gerade mal 3. Das heißt, wenn die dann in 6 Wochen abschalten, merken wir nicht. Also es ist so marginal, das ist wirklich ganz wenig. Unsere gesamte, kann man fast sagen, Energiewirtschaft basiert auf fossilen Energieträgern. Und warum kümmern wir uns um dieses Thema fossile Energie? Weil das Endprodukt CO2 unser Klima hochheizt. Das ist der einfache Grund. Punkt. So, das heißt, deshalb hier schon der erste Bierdeckel. Es geht um nichts anderes als die Vermeidung von CO2-Emissionen. Und das ist die Ausgangslage. Und was ist der Wasserstoff in dieser Stelle? Der Wasserstoff kann tatsächlich der Ersatz sein. Der Wasserstoff hat gegenüber vielen anderen Derivaten oder auch Alternativen, die man sich vorstellt, einen riesen Vorteil. Er ist anschlussfähig. Das ist so ein Fachwort. Und anschlussfähig heißt, er kann wirklich den Ersatz für das darstellen, was wir heute verwenden. Benzin, Kerosin, Diesel, Kohle, Gas, das kann der Wasserstoff. Er ist anschlussfähig in allen Sektoren.
Nicht heute, nicht morgen, man braucht auch noch ein bisschen Entwicklung, Technologie, im Prinzip aber ja. Und das ist eben die Kernbotschaft, man kann den Wasserstoff als Ersatzstoff sehen. Die Frage ist, was gewinnt man da? Man kann all diese Sektoren dekarbonisieren. Wasserstoff ist ein Gas, in dem kein Kohlenstoff vorkommt. Und das ist der große Charme. Das heißt, also Sie können Energie gewinnen, ohne dass ein einziges CO2-Molekül dabei entsteht. So, jetzt kommt die Frage, wo kommt dieser grüne Wasserstoff? Und das ist ja das, worum es im Wesentlichen geht. Also Wasserstoff, wie er heute gewonnen wird, kommt aus dem Erdgas. Da wird CO2 als Endprodukt der Wasserstofferzeugung abgespalten. Da können Sie auch gleich das Methan verheizen, kommen Sie auch beim CO2 wieder an. Wir brauchen grünen Wasserstoff. Und wo kommt der her? Wo kommt der her? Erstmal die Frage technisch. Das macht man mit Elektrolyse. Das heißt, man steckt Strom ins Wasser rein, dann spaltet sich das auf. Das eine Gas, was entsteht, ist Sauerstoff. Das andere Gas, was entsteht, ist Wasserstoff. Wenn Sie beides wieder zusammenbringen und einen Funken dran halten, haben Sie wieder Wasser. Dazwischen entsteht Energie. Das ist das Prinzip. Das heißt, wir brauchen also Elektrolyse. Und die Elektrolyse ist dann grün, wenn die Stromquelle grün ist. So einfach ist das. Das heißt also, wenn wir grünen Strom haben, sei es aus Wind, aus Wasser oder Solarenergie und machen daraus Wasserstoff, dann hat der in seiner Produktion kein CO2 freigesetzt und wird bei der Energieabgabe auch keins erzeugen. Das ist der Trick an der Geschichte. Die Stromquelle entscheidet also, welche Farbe der Wasserstoff hat. So, jetzt gucken wir nochmal auf diese Folie. Jetzt könnte man ja folgenden klugen Gedanken haben. Jetzt könnte man ja sagen, naja, ist doch ganz einfach, das sind hier die Ferkels, ne, also die müssen wir loswerden, das haben wir bald nicht mehr, dann packen wir doch alles hier in die Regenerative. Auch das ist ja so ein Ding, Ausbau der regenerativen Energie. Worüber reden wir denn da? Also wenn wir sagen, wir wollen, nochmal zur Erinnerung, da steht eine 16, wir haben 16%, auch 2019, das ist inzwischen weniger, weil wir mehr Kohlekraftwerke hochfahren mussten, aber 16% in Friedenszeiten, das ist der Anteil der regenerativen Energie am gesamten Mix. Jetzt könnte man sagen, machen wir einfach 100 draus, dann sind wir doch fertig. Dann haben wir alles regenerativ und dann ist doch super, mit dem CO2 haben wir nämlich dann nicht mehr. Aber da muss man sich überlegen, was bedeutet das? Und jetzt macht man ja gerne solche Verhältniszahlen. Das heißt also, dass man sagt, naja, die Amerikaner, die verbrauchen doppelt so viel Energie wie wir Deutschen. Ah, die Säcke, dann sollen die erstmal anfangen und dann kommen wir hinterher, wenn die was haben. Naja, dann kommen aber auch so Zahlen, dass wir ungefähr 40 Mal mehr verbrauchen als die Menschen in Gambia. Was machen wir denn dann? Na, das heißt also, das ist immer so, man guckt immer dahin, wo es einem am besten gefällt. Und deshalb sind diese Pro-Kopf-Verbräuche sind eigentlich Blödsinn, weil da sagt ja jeder, Moment, ja, ich verbrauche zwar 40 Mal so viel wie in Gambia, aber doch nicht ich, weil ich habe gar kein Auto, esse kein Fleisch, fahre mit dem Rad und so weiter, ich bin das doch gar nicht. Außerdem habe ich ja gar kein Kraftwerk und ich habe außerdem keine Stahlschmelze und kein Glas. Es ist die Volkswirtschaft. Man verteilt das einfach auf die Menschen. Das hat mit uns aber nichts zu tun. Das heißt, wir persönlich haben doch da gar keinen Anteil dran, denken wir immer. Was aber was mit uns zu tun hat, und deshalb habe ich mir eine andere Verhältniszahl mal ausgedacht, ich habe mir das mal umgeschlagen auf die Fläche unseres Landes. Da kommt eine Zahl raus, die ist völlig blöd, 36 Gigajoule pro Quadratkilometer, kann man sich auch nichts drunter vorstellen. Aber was heißt das denn? Das heißt, also jetzt, wenn Sie mal schauen, dazwischen, so über den Daumen, steckt ein Faktor 20. Ist ja klar, wir hatten vorher 16%, muss ja irgendwie. Ne? Das heißt also, wenn man das jetzt hier mit den Regenerativen mal runterrechnet. Und wenn Sie sich jetzt mal überlegen, was heißt das, wenn wir das jetzt umstellen zu 100%, dann heißt das, dass wir all diese Dinge hier, und ich habe das mal hochgerechnet, weil das machen wir ja nicht morgen, das machen wir mit dieser Dekarbonisierungsinitiative der EU. Das heißt, bis 2050 sollen alle Volkswirtschaften kohlenstoffneutral sein und dann haben wir hoffentlich ein bisschen Wirtschaftswachstum dazwischen, also es sind ja noch 25 Jahre bis dahin oder 28. Das heißt, wir haben einen höheren Energiebedarf bis dahin. Und wir müssten diese ganzen Erzeugungskapazitäten, weil so viel andere gibt es da gar nicht. So viele Berge haben wir gar nicht, wo das Wasser freiwillig runterläuft. Wir sind ja, Deutschland ist ja größtenteils norddeutsche Tiefebene. Das heißt also, wir haben ja bestimmte geografische Verhältnisse, die sich nicht wegdiskutieren lassen. Das heißt also, wir haben dann 30 Mal mehr Windräder, 30 Mal mehr Maisfelder, 30 Mal mehr Solarfreianlagen. Das wäre die Konsequenz, wenn wir 100% Energie im eigenen Land erzeugen wollten, ohne Kohlendioxid zu erzeugen. Und das merkt man schon, das merkt jeder von uns. Dann haben sie nämlich so einen Windpark nicht irgendwo an der Autobahn stehen, sondern dann haben die Dinger Türen und Fenster und Balkone, dann wohnen wir da drin. Die stehen in unseren Städten. Die sind ganz dicht bei uns. Das wäre die Konsequenz, wenn wir energieautark, regenerativ nur in unserem Land diese Energie erzeugen wollten. Deshalb bleibt Deutschland Energieimporteur. Und das ist auch keine Neuigkeit, wir sind es ja längst. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist Deutschland nicht mehr energieautark. Hier gibt es keine Ölquellen, marginale Gasquellen, wir importieren doch schon längst alles. Das ist also kein Schreckensszenario. Also es ist nicht so, dass man sagt, wie furchtbar, das war da vorher alles viel schöner, so ist es gar nicht. Nur, dass wir jetzt fossile Energie importieren. Und hier kommt deshalb auch der erste dicke Bierdeckel und hier möchte ich dann auch mal so eine kleine erste Zusammenfassung geben, weil das ist erstmal nur der Stand, von wo wir kommen.
Das heißt, wir haben einen Primärenergiebedarf, der um Größenordnung über dem liegt, was wir im Land selbst regenerativ zu erzeugen in der Lage sind. Das ist die erste Botschaft. Wasserstoff indes kann regenerative Energie speichern. Stellen Sie sich vor, Sie haben da so einen Windpark und jeder kennt das ja, wenn Sie dran vorbeifahren, zählen Sie mal ab, 30 Windräder, die Hälfte steht. Man könnte die Dinger auch laufen lassen. Warum stehen die? Ganz einfach, die Netze sind voll. Sie kriegen nicht, das ist ja nicht planbar, wann der Wind weht und wann die Stromabnahme kommt, sondern das passiert ja irgendwie. Das heißt also, Sie haben den Wind und können den gar nicht irgendwie umsetzen. Dann machen Sie halt die Windräder aus. Man könnte aber auch damit Wasserstoff durch die Elektrolyse erzeugen und lässt das Ganze wieder rückwärts laufen, um damit dann wieder Strom zu erzeugen, wenn die Windräder stehen. Das heißt, man kann mit Wasserstoff regenerative Energie speichern und damit grundlastfähig machen. Das ist immer das Stichwort, was den Regenerativen anhaftet. Die sind ja nicht da, wenn ich sie brauche. Die sind ja immer nur dann da, wenn ich sowieso gerade nichts machen will. So, deshalb, und das ist der dritte Punkt, der Wasserstoff ist anschlussfähig, er ist tatsächlich ein Ersatz, ein Substitut für das, was wir heute mit fossilen Energieträgern tun. Das ist der Punkt, von dem wir ausgehen. So, und woher kommt der Wasserstoff? Ich habe gerade schon mal gesagt, naja, in Deutschland kriegen wir es nicht hin und dann gibt es dann auch Menschen, die sagen, dann machen wir das irgendwo in Südeuropa. Aber glauben Sie denn, die Spanier und die Italiener hätten Lust, sich unsere Windräder anzugucken? Also es ist da nicht anders. Also sind ja auch hochindustrialisierte Länder. Das heißt, wenn die das dort machen, dann machen die das primär für den Eigenbedarf. Da wird vielleicht noch ein bisschen was Strom über die Grenzen geschoben. Aber so riesige Wasserstofferzeugungsanlagen, die wir in Zukunft brauchen werden, die werden nicht alle in Griechenland und Spanien und Italien stehen. Wir werden eine neue globale Energiewirtschaft sehen. Und Sie haben ja, wenn man die Zeitung liest oder aufmerksam Radio oder Fernsehen, der Herr Habeck ist ja ständig unterwegs, egal wo er hin ist, dann wird ein Wasserstoffabkommen geschlossen. Und so sieht das auch aus. Und hier habe ich mal so eine Solarkarte genommen. Sie können auch andere nehmen. Sie können auch welche mit Windenergie oder mit Wasserkraft oder mit Gezeiten oder wie auch immer. Da, wo natürliche Energie auf der Welt verteilt ist. Und da, wo es rot ist, da ist viel. Und das können Sie sich für alle anderen Sachen auch vorstellen. Und da muss man jetzt eben schauen, das sind hier diese ersten Lieferabkommen, die so in den frühen 20ern geschlossen wurden. Naja, das letzte, jetzt war gerade Südamerika dran, Brasilien, ich glaube Kolumbien ist das nächste, überall werden Wasserstoffabkommen geschlossen. Ich glaube, man weiß noch gar nicht genau, wie das funktionieren soll, aber es gibt erstmal ein Stück Papier. So, das heißt also, so wird sich die Weltkarte verändern. Also ich finde, da bin ich auch tatsächlich Überzeugungstäter. Nehmen Sie mal die Landkarte, wo Öl und Gas liegt, da sind viel weniger Punkte drauf. Und dann schauen Sie sich mal an, welche Regime da drüber wohnen. Und mit den natürlichen Energieträgern demokratisieren wir die globale Energiewirtschaft. Jeder, der ein Windrad aufstellt, kann mitmachen. Es hängt nicht davon ab, dass die Geologie irgendwann vor 100 Millionen Jahren da ein paar Dinosaurier hingelegt hat. Sondern sie können mitmachen, wenn sie wollen. Und das ist eine neue Dimension. Man kann also Nationen, man kann Länder mit in die Energiewirtschaft einbeziehen, die heute auch einfach, weil sie keine Rohstoffe haben, das nicht können. So, das wird sich in den nächsten Jahrzehnten verändern. Jetzt kommt die Zeitskala. Es geht nicht um das Morgen, es geht wirklich um die Zukunft. Toll, aber da kommt auch gleich ein Problem. Man sagt ja dann, damit es sich nicht so schlimm anhört, eine Herausforderung auf uns zu. Wir müssen ja dann den Wasserstoff transportieren. Der muss ja dann eben zum Beispiel aus Australien 15.000 Kilometer oder selbst hier um die Ecke, Marokko 4.000 Kilometer, müssen sie Wasserstoff transportieren. Und das ist eigentlich die große Herausforderung, denn Wasserstoff ist ein Gas. Und nicht nur ein Gas, es ist ein sehr leichtes Gas, ein sehr dünnes Gas. Also wenn das atmosphärisch vorliegt, so bei einem Bar und Raumtemperatur, da ist da fast nichts drin. Also hier so eine ganz winzige Einheit, 0,01 Megajoule pro Liter, das ist nichts. So, dann können Sie es komprimieren und dann merkt man schon, das geht irgendwie gar nicht so richtig auf. Also obwohl der Druck hier 300 mal höher ist, ist aber nicht ganz 300 mal so viel drin. Und selbst von hier aus betrachtet, nochmal den Druck mehr als verdoppelt, ist bei weitem nicht die Verdoppelung des Energieinhalts. Das hat was mit den Eigenschaften dieses Moleküls zu tun. Das wehrt sich gegen die Kompression. Das will das einfach gar nicht. Das lässt sich ganz schwer unter hohen Druck setzen. Deshalb sind die Druckspeicher tatsächlich in der Kapazität physikalisch begrenzt. Da gibt es Leute, die sagen, 1000 Bar, 2000, gar kein Problem, sie haben trotzdem nichts drin. Da, wo es richtig dicht wird, wo es richtig viel Energie gibt, ist in der flüssigen Phase. Da ist der Wasserstoff wie Wasser. Mit einem Unterschied, Wasser liegt ja hier so bei 20 Grad vor als Flüssigkeit, der Wasserstoff liegt bei minus 253 Grad vor. Wasserstoff ist das zweittiefstsiedendste Element, darunter gibt es noch flüssiges Helium. Das sind 4 Kelvin, das sind 20 Kelvin. Und das ist die dichteste Speicherform, tausendmal mehr als im Gas. Und das ist der Grund, das ist der einzige Grund, warum wir uns mit diesem Thema beschäftigen, denn damit kann man den Wasserstoff transportierbar machen. Und ein bisschen ärgert es mich, also ich bin ja schon bei den Älteren, hier sitzen ja meine Klassenkameraden, wir haben ja hier vor 40 Jahren fast Abi gemacht, über 40 Jahren. Und dann meine ersten Berufsjahre, ich habe Maschinenbau studiert, habe ich tatsächlich schon mit Flüssigwasserstoff verbracht.
Und da gab es ein Projekt, da wollte man von Quebec in Kanada nach Hamburg mit einem Schiff flüssigen Wasserstoff transportieren, Busse fahren lassen und so. So als Pilotprojekt wollte man das zeigen. Naja, und dann kamen so Kleinigkeiten wie die Wende in der DDR und das ja sowieso, wir brauchen ja, dass das irgendwas Jugend forscht, hat man einfach fallen lassen. Jetzt machen das gerade die Japaner und Australier, machen uns genau das vor. Und dieses Bild hier zeigt, also die, ja, kann man darüber diskutieren, vielleicht später, die machen aus Braunkohle Wasserstoff, verflüssigen ihn in Hastings bei Melbourne und schiffen das 9000 Kilometer nach Japan, um es dort in einem Terminal umzuladen. Und dieses Bild ist nicht Science Fiction, das gibt's. Das ist ein Pilotprojekt und vielleicht ist es auch deshalb so ein bisschen ja, also unterm Radar der Aufmerksamkeit, weil tatsächlich der Tag der ersten Anlandung von Australien in Kobe war der 24.02. letzten Jahres. Ich glaube, da hat die ganze Welt woanders hingeguckt. So, das heißt aber, es ist ein Pilotprojekt, das ist marginal. Also dieses Schiff, das trägt etwa 80 Tonnen, hört sich viel an, aber 80 Tonnen ist so der typische Tagesbedarf für einen großen Chemiepark. Also das heißt, das ist ein Pilotprojekt, das ist noch nicht Energie, das ist noch nicht großskalig, das ist noch nicht die globale Transporteinheit für Energie. Es ist aber ein Proof of Principle. Es funktioniert. Es funktioniert, das Ding fährt regelmäßig hin und her, die sammeln dort Betriebsdaten und Kawasaki Heavy Industries, das ist die Firma, die das Schiff, die den Terminal gebaut hat, skalieren hoch. Die wollen also von diesem 12.000 Kubikmeter Tank auf 160.000 Kubikmeter, das ist so ein kleiner LNG-Kahn. Also das ist dann so, wo man heute auch im industriellen Maßstab ist. Bis 30. Das heißt also, das geht los. Wir sind gerade in der Startphase, dass diese Transportkette Flüssigwasserstoff beginnt zu funktionieren. So, und warum ausgerechnet in Japan? Grund 1, wir haben es verpennt. Wir hätten es ja schon längst haben können mit diesem Quebec-Hamburg-Ding. Haben wir nicht gemacht. Nach hinten geguckt. Aber Japan, da gibt es eine ganz einfache Erklärung. Japan ist ein LNG-Land. Ganz einfach, man kriegt durch den Pazifik keine Rohrleitung gezogen. Das heißt, wenn Sie Erdgas in Japan haben wollen, dann brauchen Sie LNG-Terminals, das ist, wo wir gerade mit anfangen. Und Japan ist von der Geografie, das ist ein einziges Gebirge, die haben kaum ein Leitungsnetz. Das heißt, die haben Terminals, fast so viele wie Europa. Also Europa 2019, jetzt haben wir zwei mehr durch diese FSRUs. Das heißt, die haben fast so viele Terminals, weil die nur kurze Leitungen haben. Da ist ein Terminal, was weiß ich, 100 Kilometer Rohrleitung und dann kommt der nächste Terminal, weil dazwischen ist Gebirge. Da baut man keine Leitungen durch, weil das teurer ist, als den nächsten Terminal zu bauen. Und vielleicht, weil das ja auch hier so eine neue Sache ist, habe ich mal so ein Schema aufgemalt, wie so ein Ding überhaupt funktioniert. Ist unglaublich einfach. Also da kommt das verflüssigte Gas an, geht durch die Rohrleitung in einen Tank, wird dann aus dem Tank durch eine Hochdruckpumpe unter Druck gesetzt, wird verdampft. Und dann geht es in die Erdgasleitung. Sie können LNG nicht mehr vom russischen Gas unterscheiden. Es ist einfach verdampftes Erdgas. Das ist das Prinzip. Und so funktioniert es auch mit dem Wasserstoff. Und weil Japan, und das hat auch was mit Akzeptanz zu tun, wenn der Japaner am Strand steht und sieht da so einen Kahn vorbeifahren, dann weiß er, oh, der bringt mir Erdgas. Das kennt er seit 50 Jahren. Für uns ist es was Neues. Das heißt also, die Akzeptanz von Technologie hat was mit Gewöhnung zu tun. Und so sind wir ja auch dran gewöhnt, so etwas Hochexplosives wie Benzin jeden Tag zu handhaben, weil wir es einfach schon seit 150 Jahren tun. So, aber die Japaner sind eben an dem Flüssiggastransport, das ist Industriekultur, die kennen das. Das ist der erste Grund. Der zweite, die Japaner kennen sich hervorragend mit Flüssigwasserstoff aus und kennen eben seine einzigartigen Eigenschaften. Und deshalb bin ich da wirklich wie so ein Wanderprediger unterwegs und versuche, die eben auch publik zu machen, weil das wirklich ein Thema ist, was in der Öffentlichkeit nicht vorkommt. Es ist die höchste Speicherdichte, habe ich gerade gesagt. Es ist die höchste Reinheit. Und was man nicht weiß, also Wasserstoff ist ja nicht nur ein Energieträger, es ist ja ein Industrieprodukt. Es ist eine Vorstufe für bestimmte Syntheseverfahren oder es ist ein Reaktionsgas. Und wir sind in Dresden, sind wir ja so ein Halbleiterschwerpunkt. Die Halbleiterindustrie braucht große Mengen Wasserstoff für die Reformierung, also als Reformierungsgas. Und der Wasserstoff, der aus der flüssigen Phase kommt, ist extrem sauber. Da ist nichts anderes drin als Wasserstoff. Und das brauchen Sie, wenn Sie Chips herstellen wollen, brauchen Sie extrem reine Bedingungen. Das ist auch für die Brennstoffzelle, das ist ein recht modernes Gerät zur Energieumwandlung. Je reiner das Gas ist, umso länger hält die, umso höher ist der Wirkungsgrad. Das ist also ein großer Vorteil von Flüssigwasserstoff. Er ist gebrauchsfertig. Warum sage ich das? Weil es gibt andere sogenannte Derivate, da reden manche über Ammoniak oder NOHC, das sind so Stoffe, mit denen man auch Wasserstoff transportieren kann, so wird es gemunkelt. Die müssen Sie aber hier wieder aufbereiten. Sie müssen also hohe Temperaturen einsetzen, um den Wasserstoff aus diesen Trägern rauszuholen. Brauchen Sie beim Flüssigwasserstoff nicht. Und jetzt kommt ein Punkt, da muss man mal so eine Sekunde drüber nachdenken. Wenn der Wasserstoff verflüssigt ist, dann ist er fertig. Dann muss man ihn nur konservieren. Man hat Isolation und dann muss man nichts mehr machen, außer von A nach B transportieren. Dann kann man ihn verdampfen, dann ist wieder Wasserstoffgas.
Der zusätzliche Energiebedarf, um die Flüssigkeit herzustellen, entsteht einmal, und zwar an der Stelle, wo die regenerative Energie ist, nämlich im Erzeugerland. In Marokko, in, weiß ich nicht, Tunesien, egal wer da gerade mitmachen will. Alle anderen brauchen die Energie, um den Wasserstoff wieder rauszuholen im Nutzungsland bei uns. Das heißt, sie müssen beim Ammoniak zum Beispiel 800 Grad erzeugen, damit Stickstoff und Wasserstoff sich wieder trennen. Die müssen sie hier erzeugen, von dem Wasserstoff, den sie gerade angeliefert haben. Das müssen sie wieder abziehen von ihrer Netto-Liefermenge. Das ist beim Flüssigwasserstoff anders. Und es ist tatsächlich bei Entfernungen jenseits von 500 Kilometer ist Flüssigwasserstoff die kostengünstigste Transportmethode und im Übrigen verfügbar. Die LKWs fahren über die Straße. Wenn Sie jetzt nach dem Vortrag mal ein bisschen drauf achten, die Linde AG ist da schwer unterwegs. Die versorgen halb Süd- und Osteuropa mit Flüssigwasserstoff, zum Beispiel die Halbleiterindustrie. Dann, wenn wir soweit sind, dass wir sagen, wir können den wie die Japaner anlanden, dann haben wir einen riesen Vorteil. Wir haben ein unglaublich dichtes Erdgasnetz. 500.000 Kilometer Rohrleitung sind hier in den letzten 60 Jahren verbuddelt worden. Die stehen prinzipiell für den Wasserstoff zur Verfügung. Man kann die umwidmen. Hier und da Materialfragen, aber im Großen und Ganzen die Trasse liegt. Man muss da vielleicht einen Liner einziehen, dann geht's los, dann kann man mit Wasserstoff arbeiten. Der Nachteil an der Geschichte ist, die werden nicht frei. Und das Wasserstoffnetz, das reine Wasserstoffnetz, was wir haben, da ist hier in der Rheinschiene gibt es eins, das ist relativ groß, das sind 260 Kilometer, das geht also Ruhrgebiet, Hürth und so weiter. Da gibt es das nächste zusammenhängende, ist tatsächlich bei mir um die Ecke, das ist also das Chemiedreieck in Leuna. Und da gibt es nur noch Krümelkram. 500.000 Kilometer zu knapp 400, das ist homöopathisch, das ist nichts. Ne? Wir haben kein Wasserstoffnetz. Und eins daneben zu legen, dauert eine Generation. Sie brauchen Planfeststellung, Raumfeststellung, Wegerecht und so weiter. Also das geht gar nicht. Das heißt also, das so zu beschleunigen, dass man sagt, ich warte mal drauf, bis die Leitung gelegt wird, dann stelle ich um auf Wasserstoff. Das dauert eine Generation. Deshalb ist der Flüssigwasserstoff die Alternative. Der flüssige Wasserstoff ist transportierbar, von Punkt zu Punkt. Wenn Sie ein Terminal in Hamburg haben, können Sie damit einen LKW beladen oder auch einen Zug und fahren es dahin, wo es gebraucht wird, von Punkt zu Punkt. Sie müssen nicht 30 Jahre Rohrleitung verlegen. Das ist der große Vorteil einer Flüssigkeit. Und deshalb haben wir das ganze Ding den Missing Link genannt. Das ist die Schnittstelle zwischen dem, der Wasserstoff braucht und dem, der ihn liefern kann. Das ist seit Jahrzehnten das sogenannte Henne-Ei-Problem. Kennt man aus der Autobranche. Da hat man gesagt, naja, Wasserstoffautos können wir sofort bauen, aber wo können wir denn tanken? Dann haben die Tankstellenbetreiber gesagt, ja klar, warum brauche ich Tankstellen, aber wer kommt denn? So, das heißt also, man dreht sich ständig im Kreis und mit diesem Flüssigwasserstoff kann man genau das durchbrechen. Ja, liefere ich dir morgen, die Linde kommt. So, jetzt habe ich das Hohelied gesungen, das heißt also hier, das ist das, was den Wasserstoff auszeichnet, aber es wäre unredlich, wenn ich nicht auch auf die Probleme oder Herausforderungen eingehen würde. Wir haben, und das macht einfach die Natur, die Thermodynamik, minus 250 Grad wachsen nicht auf den Bäumen, das heißt, da müssen sie Strom reinstecken, da müssen sie eine Kältemaschine antreiben, um das Gas flüssig zu kriegen, Feierabend. Das heißt, da ist ein hoher Energieeinsatz, den kann man auch nicht wegdiskutieren, der ist da. Dann, wenn wir es geschafft haben, ist diese tiefkalte Flüssigkeit, die siedet. Die siedet, wie Wasser bei 100 Grad kocht, siedet die bei 20 Kelvin, bei minus 250 Grad, dampft das Zeug die ganze Zeit ab. Wir verlieren über den Daumen 2% am Tag. Lästig, ne? Wenn Sie halt irgendwie 14 Tage unterwegs sind mit dem Schiff, da kommt ja nicht mehr alles an. Dann haben wir bei jedem Umfüllvorgang von einem Tank in den anderen, nennt sich Flashgas, ist auch so ein thermodynamisches Ding, haben wir Umfüllverluste, die gehen in die Größenordnung von bis zu 20%. Die Linde preist die ein, die schieben dann einfach dann durch den Kamin, ist der Wasserstoff weg und der Kunde zahlt. So, wenn Sie aber großskalig transportieren wollen, das heißt, Sie haben wirklich in Marokko mit viel Aufwand Wasserstoff hergestellt, dann wollen Sie das doch möglichst 100% abliefern und dann pusten Sie es durch den Schornstein. Nee, das heißt also, das sind die Probleme und da haben wir Glück, da kümmern wir uns gerade drum. Das sind alles Probleme oder alles Kernfragen der Kryotechnik, das ist so ein Fachbegriff, kryogen bedeutet tiefkalt, das sind die Temperaturen unter 120 Kelvin oder unter minus 150 Grad, da wo alles flüssig wird, also hier Stickstoff, Sauerstoff und so weiter und eben auch Helium, das ist der kryotechnische Bereich und da sind wir tatsächlich in Dresden, also auch mit meinem Laden und mit den Kollegen, mit denen ich da zusammenarbeite, wirklich ein kryotechnischer Kompetenzschwerpunkt. Wir machen das ja seit Jahrzehnten, nicht nur für Wasserstoff, aber auch. Und dann sind wir in einem Leitprojekt der Bundesregierung, das ist in einem Rahmen der Wasserstoffinitiative 2020 Kiel gelegt worden. Da geht es in dem Leitprojekt Transheit um den Transport. Und da mischen wir mit. Und wir haben uns tatsächlich auf die Fahne geheftet, genau diese Herausforderung zu lösen. Wir haben noch Partner in unserem Verbund, das ist das KIT, also das Forschungszentrum in Karlsruhe. Die beschäftigen sich mit einem besonderen, bisschen exotischen Thema, da geht es um die Supraleitung, das ist der verlustfreie Stromtransport bei tiefen Temperaturen. Und da kombinieren die einfach die Eigenschaft des Wasserstoffs, nämlich sehr kalt zu sein, mit den Materialeigenschaften, um parallel
parallel zum Wasserstoff, also mit der chemischen Energie, viel elektrischen Strom zu transportieren. Das ist unser Verbundprojekt. Und das ist wirklich, ich verspreche es, die einzige technische, bisschen technische Folie. Was wir da in Dresden machen, ist, wir verbessern die Integrität des Tanksystems. Wir wollen weg von diesen 2% Verdunsten, die einfach durch das Rumstehen passieren. Da bauen wir eine Kältemaschine, die mit einer hohen Effizienz unter Einsatz der Supraleitung und dem sogenannten magnetokalorischen Effekt das abdampfende Gas wieder rückverflüssigt. Und zwar sehr, sehr energieeffizient. Sonst hätte man ja mit Zitronen gehandelt. Ne? Wenn sich draußen Stecker raushalten und holen sie sich den Kohlestrom rein, damit hier nichts abdampft, ist ja Quatsch. Ne? Das heißt also, es muss weniger Energie aufgewendet werden, als durch den Verlust entsteht. Dann haben wir eine Pumpe hier drin, die verhindert uns, dass wir diese Umfüllverluste haben, tatsächlich zu 100%. Hört sich trivial an, ist es aber nicht, weil 20 Kelvin, da gibt es kein Öl, kein Fett und so weiter. Das heißt, da muss man auch konstruktiv was tun. Und dann haben wir eine besondere Messtechnik, die auf Funk basiert. Weil, stellen Sie sich vor, die Welt hier drin sind minus 250 Grad. Für den Wasserstoff ist unsere Welt rotglühend. Und jedes Kabel, was Sie von außen nach innen führen, ist ein Kabel, was Wärme transportiert und was wiederum das Boil-off nach oben treibt. Und wir machen das mit Funktechnik, ist was Neues, hat noch keiner. Und das ist der eigentliche Clou an der Geschichte, das ist der hohe Energieaufwand der Verflüssigung. Den verwirft man in dem Moment, wenn die Flüssigkeit zum Gas gemacht wird. Beim LNG-Terminal ist es dann, wenn es zum Erdgas wird. Wie machen die das? Die nehmen einfach die Wärme aus dem Wasser des Meeres. Die machen einfach den Fischen so ein bisschen kälter. Und damit wird aber die Verflüssigungsenergie endgültig verworfen. Das heißt, durch das Abkühlen der Umgebung ist sie weg. Und wir haben eine Idee, dass man die Verflüssigungsenergie rückgewinnt und damit eben ganz konventionelle Kälteanwendungen antreibt, weil mit den 20 Kelvin können Sie im Alltag nichts anfangen. Also keine Klimaanlage macht minus 250 Grad. Aber wir schieben die Temperatur des Flüssigwasserstoffs in nutzbare Bereiche für Klimatisierung und so weiter. Und vielleicht mal so, um die Größenordnung hinzukriegen, also dieses Schiff, was da von Australien nach Japan fährt, diese 80 Tonnen, wenn Sie die umsetzen an einem Tag, das ist der Tagesbedarf von so einer chemischen Fabrik, dann können Sie damit über 50.000 Kühlgeräte in Supermärkten betreiben. Die brauchen dann keinen Strom mehr. Das heißt, wir machen keine Energierückgewinnung, sondern wir sparen Energie, die wir ja hier in Mangel haben. Sonst würden wir den ganzen Kram ja nicht machen. Das heißt also, man kann die Energie dort weiter nutzen. Das ist unser Konzept. Und wer Lust hat, dann kann ich Ihnen dann auch am Ende oder im Nachgang ein bisschen was zu erzählen. So, und was haben wir vor? Und das ist tatsächlich das, mit dem ich unterwegs bin. Mit dieser Technologie ist es möglich, diese Anschlusszeiten, also wann kriege ich denn endlich meinen Wasserstoff? Ich könnte doch morgen mein Glaswerk umstellen oder ich könnte doch hier meine Stahlschmelze, kann ich doch längst mit Wasserstoff machen, aber, was weiß ich, die Ontras oder wie auch immer der Netzbetreiber heißt, die braucht ja 30 Jahre. Wir können eine virtuelle Wasserstoffpipeline bauen. Wir können mit Flüssigwasserstoff, den man grün in Ländern erzeugt, wo regenerative Energie in Mengen vorhanden ist, nach Hamburg, nach Rotterdam, nach Antwerpen, wo auch immer hinschifft, auf Züge verladen, in LKWs verladen, mit Containern transportieren und an den Punkt bringen, wo es gebraucht wird. Mit verfügbaren Wegen, mit auf Schiene, auf Straße, auf Binnenschifffahrtswegen, mit verfügbarer Technologie. Und das ist die Botschaft. Man kann das in 5 Jahren haben, wenn man will. So, und das ist so ein bisschen so das Zukunftsszenario, was wir uns da ausgedacht haben. Hier ist diese Studie von Kawasaki. Also so werden die Dinge aussehen. Kugeltanks, eben nicht nur einer, sondern eben 4, vielleicht sogar 5. 160.000 Kubikmeter, dann werden die übers Meer fahren und wir hoffen, wir sind in guten Gesprächen mit dem Hamburger Hafen, dass wir dort den ersten Importterminal in Deutschland hinkriegen, dass wir also wirklich auch, weil da auch ganz besondere Gründe, die Luftfahrtindustrie, und die sind ja gerade in Hamburg, setzt auf Flüssigwasserstoff für die Mittelstrecke, also bis, glaube ich, 4.000 Kilometer rechnen die das, da wird man mit Flüssigwasserstoff fliegen. Das ist eben nicht nur Pipeline-Gas, das haben so manche noch nicht verstanden, gerade bei den Gasversorgern, das ist tatsächlich der Ersatz für Kerosin und Diesel. Auch der Schwerlastbereich, wir sind mit Siemens in einem Verbundprojekt, da geht es um den nächsten Wasserstoffzug. Die haben jetzt einen Kiel gelegt, der kommt jetzt in den regulären Betrieb. Und für die Erhöhung der Reichweite, es geht immer um die Speicherdichte, für die Erhöhung der Reichweite wird der umgebaut auf Flüssigwasserstoff. Da sind wir in diesem Verbundprojekt mit Siemens beteiligt. Also es geht weiter, es ist eben nicht nur Spielerei. Also es gibt da tatsächlich eine Perspektive für die mittelfristige Zukunft, dass Flüssigwasserstoff eine große Bedeutung haben wird. Ja, und das ist dann auch schon die letzte Folie. Also wir werden hoffentlich in ein paar Jahren, kann man das Meer sehen.
in unserem Alltag. Jetzt ist noch vieles Zukunftsperspektive, aber nicht Science Fiction, sondern tatsächlich ja auch noch nicht mal mehr Wissenschaft. Wir sind wirklich in der technologischen Entwicklung. Es geht nicht mehr um Grundlage, es geht tatsächlich im Wesentlichen um die Hochskalierung, um das Umsetzen und am Ende auch um das Ganze in den Markt zu bringen. Auch das ist natürlich muss ja wirtschaftlich sein. Das ist ja eine zwingende Voraussetzung. Deshalb hier die letzte Folie, also das oben habe ich schon erzählt, denn wo wir herkommen. Und ich glaube, wir können mit dem Flüssigwasserstoff vieles erschlagen. Er bietet als Produkt viele Vorteile, weil er so flexibel ist. Er ist eben ein Rohstoff für die chemische Industrie, aber er ist auch gleichzeitig ein Treibstoff, er ist ein Pipeline-Gas. Man kann ihn ganz vielfältig einsetzen. Wir können damit die virtuelle Pipeline bauen, und zwar jetzt. Also man kann wirklich jetzt loslegen. Es gibt Transportgenehmigungen. Versuchen Sie mal Ammoniak durch die Gegend zu fahren. Das geht gar nicht. Das ist ein Gefahrstoff, den dürfen Sie gar nicht über die Straße fahren. Flüssigwasserstoff, ja. Die Nachteile habe ich genannt, die können wir beseitigen, dann sind wir dran. Da sind wir noch nicht fertig, gebe ich auch zu. Also auch da sind wir, wir haben ja gesehen, das sind Forschungsinstitute und ein kleines KMU. Da sind wir noch nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt 20 Pumpen im Regal, aber wir werden in 4 Jahren werden wir eine funktionierende demonstrieren. Und die wird dann zum Beispiel zum Befüllen von LKWs genutzt, um damit eben dieses Abdampfen, dieses Flashgas zu vermeiden. Das heißt, es geht weiter, wir lösen die Probleme. Und wir haben in Dresden dieses Know-how in unserem Heilig-Konsortium, und das ist eigentlich so die letzte Botschaft, die ich habe, und möchte Ihnen für die Aufmerksamkeit danken. Vielleicht noch ganz kurz. Wir haben hier sowas verbrochen, so ein sogenanntes White Paper, das ist so ein Übersichtsartikel, bei dem es um die Eigenschaften von Flüssigwasserstoff geht. Ich habe ja gerade schon mal angedroht, ich würde Ihnen auch die Folien zur Verfügung stellen. Sie können auch gerne dann dieses White Paper runterladen, sind so, glaube ich, 40 Seiten oder so. Und räumt so ein bisschen auf mit diesem Wust, den man so an Informationen hat, was man so gehört, das ist viel zu teuer, geht doch gar nicht, Raketentreibstoff und so. Also das sind alles Dinge, die wir da mal zu Papier gebracht haben. Ja, würde ich Ihnen anbieten, dass Sie sich dann gerne runterladen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.